gehen in die Geschichte hier. Spielmacher ist der gute Lati an der Stelle. Sturmtank nun Mintal. Abstöße würde ich mal kurz machen, weil die Weiten, das funktioniert nicht, die kommen ja nie an. Wir spielen natürlich Konterspiel und bleiben vom Einsatz eben so, wie es ist. Da brauchen wir jetzt auch nicht kaputt laufen. René Knauer heute mal nicht drin. Marcel Schied vorerst auch nicht. Da gucken wir mal, ob wir ihn noch reinholen. Dann für einen der defensiven Sechser. Okay. Weiter geht's, meine Lieben. Die Einwechslung ist vollzogen. Pertl kommt für Semmer. Pertl sortiert sich aufs linke Mittelfeld ein. Semmer ist draußen. Lati nur im offensiven Mittelfeld. Und Mintal als einzige Spitze. Möchte ich regelmäßig so ein bisschen. War auch ein Tipp aus der Community, ganz klar. Oh, das war schon richtig gut, hey, mein lieber Schieber, Pertl, Junge. Da war schon richtig Dampf hinten dran. Gucken wir mal, wie das hier funktioniert. Lati jetzt als Spielmacher, mal gucken, ob er das hinkriegt. Und Mintal natürlich ganz gefährlich. Wir müssen schauen, ob wir vielleicht ein bisschen weniger durch die Mitte gehen, weil da haben wir echt Schwierigkeiten. Das können wir aber hier einstellen. Abwehr, Spielaufbau und Pässe. Vorsicht, Jungs. Wir gehen mal aus der Mitte raus und nur über die Flügel. Versuchen mal das Flügelspiel zu avancieren. Ob wir denn da zu mehr Chancen kommen. Er spielt schon gleich rüber. Sehr gut. Das ist... Ah, lange wird hier gefoult, oder? So geht's nicht, Junge. Upsi, Geste, gelbe Karte. Diesmal für Pamić. Ballbesitz liegen wir auch etwas hinten. Aber nicht wirklich entscheidend. Das sind nur ein paar Prozent. So. Vorsicht, okay, da kommen wir nicht ran. Schau jetzt. Oh, gefährlich. Gefährlich geht der ins Aus. Nein, er kommt noch ran. Jungs. Eieieiei. Schau wieder, Vorsicht. Sehr gut gemacht von Biemann. Das ist Mintal. Hier drüber auf Jenniken. Ah, der verliert den Ball da. Schwach im Dribbling. So kommen wir natürlich zu keinen Möglichkeiten. Lula jetzt. Und scheiße. Ja, so frei darf der nicht stehen am 16-Meter-Raum. So frei darf der dann nicht stehen. Das ist eiskalt. 2:0 für Duisburg. Meine Lieben, sieht einer nachher meinten Niederlage aus. Auswärts. Schade. Eigentlich schade. Aber gut, ist noch nicht vorbei. Wir bleiben natürlich dran. Wer war denn da der Bewacher von Jula eigentlich? Wer war denn das? Gelbe Karte jetzt. Und rot. Tschüss. Mein lieber Panewitz. Den wollte ich gerade eben rausnehmen. Da habe ich gerade überlegt, Mensch, nimm doch einen raus. Jetzt haben wir nur noch einen Sechser. Jetzt müssen wir nur mit einer Spitze spielen. Wollten noch eine zweite reinbringen. Tja, so kann es gehen. Holz bringen wir da mal rein für den guten Kostal. Oder Wiemann wäre schon schlechter dran. Ich glaube, Wiemann. Dann bringen wir den mal rein. Und weiter geht's. Auch bei Duisburg jetzt eine Einwechslung. Freistoß für Duisburg an der Stelle. Und ja, Müller. Ganz sicher. So, Pelzer. Lati. Aber wieder schlecht. Also das ist aber heute im Gesamten so eine Vorstellung unserer Mannschaft, wo ich sagen möchte, da hat keiner sich irgendwie mal das, ja, die Ärmel hochgekrempelt und hat sich gesagt, Mensch, da geht doch wesentlich mehr. Hat keiner gemacht, ne? Das habt ihr auch so gesehen, denke ich. Alle spielen so neben der Spur heute, auf jeder Position mal einen Fehlpass. Oder auch wie hier jetzt von Lati in der Spieleröffnung auch wirklich kläglich. Das muss auf jeden Fall besser werden. Der Abwehr möchte ich gar nicht so viel Fehler zuschreiben. Das ging eigentlich. Ich fand es eher traurig, dass die Offensivabteilung auch so schläfrig und so träge agiert hat. Das war jetzt hier natürlich vorbeigegrätscht und... Naja, das ist so eine Gesamt... Ja, manchmal läuft es dann auch gar nicht. Heute war so ein Tag. Mintal jetzt nochmal. Lati, macht nochmal ein Tor, Jungs, vielleicht. Das Dribbling geht auch wieder gegen den Mann. Und ja, Duisburg fährt die Geschichte hier, so wie es aussieht, auch ganz geschmeidig nach Hause. 72 Minuten sind gespielt.
Wenn jetzt nicht, ja, der Schalter umgelegt wird unsererseits und dann nochmal richtig Gas gegeben wird, dann kann man das ja auch vergessen und Mintal verliert den Ball. Lati jetzt. Weiß nicht, wohin er spielen soll und wieder den Duisburger angespielt. Ich brauche natürlich auch bei einmal weniger jetzt nicht die, ja, den Einsatz hochkrempeln, weil das würde uns dann nur... Oh, rote Karte. Jetzt auch für Duisburg. Okay, jetzt haben beide Mannschaften einmal weniger. Hart umkämpft ist das Ganze hier. Rudi gefällt das Ganze auch nicht, ist klar. Na gut. Stimmung ist gut hier in Duisburg. Das kann man so sagen. Ist auch kein Wunder. Sie führen ja auch immerhin mit 2:0. Kern jetzt auf rechts. Ah, die Flanke kommt wieder gut. Auch ich habe jetzt, wie gesagt, das Flügelspiel haben wir jetzt versucht, ein bisschen ja, einzuleiten, aber so richtig klasse funktioniert hier. Jenniken jetzt. Das hat mich nicht gewundert, das habe ich schon... Das wollte ich gerade eben sagen, das fehlt den Ball sowieso, der Jute. Also da müssen wir auf jeden Fall die Jungs in die Pflicht nehmen. Ob wir uns dann gegen solche Gegner auch mal durchsetzen dürfen. Weil wenn man dann eine Kontermöglichkeit hat, dann muss man natürlich auch mal an Mann vorbeikommen. So wie jetzt eben auch wieder... Dann darf man nicht ins Dribbling sich verlaufen. Pertl jetzt, Junge, spiel mal rüber auf Mintal. Und der, ja, wird gestoppt. Auch fair. Das war da natürlich Körperkraft, sagt man da so schön zu. Wenn sich ein Innenverteidiger da in den Weg stellt, ist auch schwierig ranzukommen. Und jetzt nochmal die Möglichkeit. Der macht auch wirklich aus jeder Lage noch einen Abschluss. Traurige Vorstellung, meine Lieben. Duisburger Fans werden sich freuen heute. Der Sieg gegen Rostock war wirklich verdient. Ganz klar. Auf jeder Position besser heute. War kein Spieler dabei, wo ich sagen müsste, von unserer Adresse aus, dass wir sagen, Mensch, der war heute wirklich richtig gut. Kevin Müller vielleicht als Torwart, der die eine oder andere Chance dann doch ja, die Gefahr rausgenommen hat. Aber ansonsten ging natürlich im Spielaufbau, im Passverhalten und ja, natürlich in den Offensivgeschichten gar nichts zusammen. Schade eigentlich. Jetzt Mintal auch ganz alleine vorne. Rüber auf Pertl, Fehlpass. Und Duisburg wieder mit dem Ballbesitz, Einwurf. So nicht, Jungs, so nicht. So wird natürlich, so werden wir durchgereicht. Auch in der Liga, das schauen wir uns alles gleich an, wo wir jetzt stehen. Ist interessant zu sehen auf jeden Fall. Bis gleich.